Moin und Waldmannsheil. Das Rehwild ist wohl das meistverbreiteste Wild in Deutschland. Für die meisten beginnt die Jagd mit der traditionellen Bockjagd Anfang Mai. Die Freude ist immer groß nach der langen Schonzeit und wenn die bunten, grünen Triebe wieder durchkommen, endlich wieder im Revier zu sein. Doch oft stellt man vergeblich den Böcken nach, gerade wenn es sich nicht um ein Jährling handelt. Abhängig vom Ziel des Reviers, von der Wildbewirtschaftung, vom Waldbau, ist es eigentlich so, dass man die schwachen Böcke entnimmt und die gut veranlagten Böcke möglichst alt werden lässt. Doch dafür gehört viel Disziplin dazu. Meistens prallen die dicken Sechser und ja, haben eine tolle Trophäe, eine tolle Erinnerung, ein gutes Fleischgewicht. Oft werden Böcke einfach auch schon zu jung geschossen, obwohl man sie hegen und pflegen und alt werden lassen könnte. 2018, vor 4 Jahren, konnte ich zusammen mit meinem Vater einen sehr starken Sechser ausmachen. Wir tauften ihn den Augsprossenbock wegen der markanten Augsprossen. Auch damals schon richtig erkannt, ein wirklich sehr, sehr starker Bock, aber deutlich zu jung. Interessant, aber zu jung. "2019, also vor 3 Jahren, sahen wir diesen Bock während der Rehwildjagd im September erneut. "2020, dann direkt vor unserem Ansitz. Ein wahnsinnig starker Sechser, super veranlagt. Doch sieht so ein alter, zurückgesetzter Sechser aus? Ja, das ist der dicke Sechser. Aber all das, das frage ich mich halt jetzt auch wieder. Er steht jetzt gerade zusammen mit einer Ricke, hat die eben gerade ein bisschen getrieben. Dadurch wurden wir darauf aufmerksam, weil er durchs Getreide gelaufen ist. Auf jeden Fall ein heftiger Sechser. Jedes Mal dasselbe, dass man Böcke vorhat und denkt, die sind doch wieder nicht alt genug und dann lässt man sie laufen und im nächsten Jahr sehen sie genauso aus wie jetzt. Das ist jedes Mal hier dasselbe. Ich habe hier noch keinen Bock gesehen, wo ich sage, nach dem Träger, der ist richtig alt. "2021, dann erneut am selben Platz, zur selben Zeit. Keinerlei Veränderungen im Gebäude und am Gehirn. Nach meiner Meinung müsste er nun sein Zielalter haben, aber durch die immer noch prächtig entwickelten Stangen lasse ich ihn erneut laufen." "2022, nun kennen wir den Augsprossenbock seit 4 Jahren. Er ist mindestens 6 Jahre alt, sehr standorttreu, hat seine Gene jedes Jahr weitergegeben und ist mein Wunsch für dieses Jagdjahr."
Also in der Baumreihe steht ein starker Bock. Starker Bock, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber den werden wir uns jetzt mal angucken. Das war so ein richtiges Ziel von uns. Ja. Wie im Bilderbuch, ein richtiger Paradesechser.